Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über 1&1 geschrieben, welche er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. 1&1 Internet, 1&1 Angebote, 1&1 Erfahrungen. Internet, Telefon, E-Mail, Hosting und Handy. Am besten und unkompliziertesten ist es doch, wenn alles aus einer Hand kommt. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, denn wenn man ein Gesamtpaket bucht, spart man meistens Geld. Daher will ich heute auf die 1&1 Angebote eingehen, die es derzeitig gibt. Da ich selbst 1&1 Kunde bin, werde ich auch meine persönlichen Erfahrungen mit den Dienstleistungen beschreiben. Das Unternehmen, heute 1&1 Internet SE, wurde 1988 von Ralf Domermuth und Wendelin Abresch als die 1&1 EDV Marketing GmbH gegründet. Ganz zu Anfang hatte das Unternehmen sich Marketing und Werbung für elektronische Medien als Zweig ausgesucht. Dieser Plan wurde 1991 geändert nach einer Kooperation mit der Deutschen Telekom und 1&1 bot einen Online-Dienst an, über den man sich ins Internet einwählen konnte. 2001 kam dann das Webhosting hinzu und seit 2007 gab es dann noch Internet- und Telefonanschlüsse über den Anbieter. Als Mobilfunkanbieter agieren sie seit 2010 durch eine Kooperation mit Vodafone. Das 1&1 Angebot. Kommen wir zum interessanten Teil. Zu dem, was der Anbieter überhaupt im Programm hat. Im dritten Quartal von 2014 haben bereits über 3,4 Millionen Menschen DSL über 1&1 bezogen. Sie bieten hier zurzeit vier verschiedene Verträge an. DSL Basic 50, DSL 16, DSL 50 und DSL 100. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Internetanbieter bist, dann solltest du jetzt vorbeischauen. Zurzeit gibt es ein Sommerspecial, wo alle vier Verträge im ersten Jahr zu vergünstigten Konditionen erhältlich sind. Der Basic-Vertrag kostet nur 9,99 € monatlich und nach 12 Monaten dann regulär 24,99 €. Inbegriffen sind 100 GB im Monat, eine Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbits und Upload von 10 Mbits. Telefonie kostet 2,9 Cent die Minute in das deutsche Festnetz. Bei DSL 16 bekommt man schon eine Internet-Flatrate, das heißt endloses Surfen. Die Downloadgeschwindigkeit liegt bei 16 Mbits und der Upload bei 1 Mbits. Man bekommt eine Telefonflat, den ISDN-Komfort, wo man bis zu 3 Rufnummern registrieren kann, eine Handyflat und Vergünstigungen für Maxdom. Im Rahmen des Sommer-Specials liegen die monatlichen Kosten bei 14,99 € für das erste Jahr und danach bei 29,99 €. DSL 50 bekommt man zurzeit für 16,99 € und danach ebenfalls für 29,99 €. Auch hier ist eine Highspeed-Internet-Flatrate mit 50 Mbits im Download und 10 Mbits im Upload, eine Telefon-Flatrate sowie ISDN-Komfort inbegriffen. Der größte Vertrag ist der DSL 100-Vertrag für zurzeit nur 19,99 € monatlich im ersten Jahr und danach für 34,99 €. Man bekommt auch hier eine High-Speed-Internet-Flat mit 100 Mbits im Download und 20 Mbits im Upload, eine Telefon-Flat, ISDN-Komfort mit 10 Rufnummern, eine Handy-Flat und vergünstigtes Maxdom und Fernsehen über DSL für zusätzlich 9,99 €. Ein spezielles Angebot ist noch das 1&1 DSL Young für junge Leute bis 28 Jahre. Hier kann man bis zu 15% sparen. Auch gibt es bei 1&1 Glasfaserverträge, die aber theoretisch eher auch nur für große Unternehmen bisher Sinn machen, da sie ziemlich teuer sind. Zurzeit bekommt man sie für 199 € monatlich. 1&1 Handytarife. Auch die Handytarife sind ähnlich aufgebaut und man kann grundsätzlich zwischen vier Verträgen wählen: Special, Basic, Plus und Pro. Der günstigste Vertrag ist Special, welcher eine Flat für das Telefonieren, Internet und das Ausland beinhaltet. Datenvolumen liegt derzeitig bei 2 GB und die Kosten belaufen sich auf 9,99 € für das erste Jahr und danach 19,99 €. Auch dieses Angebot gilt nur im Rahmen des Sommer-Specials, wie auch die folgenden. Im Basic bekommt man 4 GB Datenvolumen, im Plus sind es 6 GB und im Pro ganze 8 GB. Bei dem Plus und Pro kann man noch eine SMS-Flat hinzu, bei Pro kann man noch eine zusätzliche SIM-Karte aktivieren. Bei allen vier Verträgen surft man mit LTE-Geschwindigkeit. Außerdem hat man auch immer die Möglichkeit, noch ein Handy dazuzunehmen. Dadurch wird der Vertrag natürlich teurer. Wie viel genau, muss man sich dann mit dem Wunsch-Handy durchrechnen lassen. Die 1&1 Allnet Flat Young ist wieder ein besonderes Angebot für junge Leute unter 28 Jahren. Im ersten Jahr zahlt man 14,99 € monatlich und anschließend 24,99 €. 1&1 Webhosting. Wer noch einen Webhoster sucht, der kann den ebenfalls hier finden. Auch hier gibt es gerade super günstige Verträge. 1&1 Test. Meine Erfahrungen mit 1&1. Ich glaube, wir sind vor ca. 3 Monaten gewechselt, da das ziemlich unkompliziert ist. Wenn man möchte, dann kann man alles in die Hand von 1&1 legen. Man muss sich selbst nicht weiter kümmern. Zum Beispiel um das Kündigen eines alten Vertrages. Seither beziehen wir Internet und Telefon über sie. Beim Telefonieren kann man gar nichts beanstanden. Das funktioniert einfach. Es gab bis jetzt keine Beschwerden vom anderen Ende der Leitung
und auch bei uns war alles einwandfrei. Das Internet haben wir genommen, weil es bei uns in der Stadt wohl sehr gut ausgebaut sein soll. Tatsächlich war unsere Download-Geschwindigkeit besser. Letztlich macht das Netz dann doch den entscheidenden Unterschied. Wie oder ob ein Netz vorhanden ist, kann man übrigens vorab auf der Homepage checken. Letztlich hatte einfach der tolle Service, der unschlagbare Preis und das erstklassige Netz uns überzeugen können. Da wir alle viel auf das Internet angewiesen sind, war das natürlich eines der wichtigsten Argumente. Bisher gab es keine Ausfälle, zumindest haben wir keine bemerkt. Also, wer noch einen soliden Internetanbieter sucht, der sollte unbedingt jetzt vorbeischauen, weil das Sommer-Special echt unschlagbar ist. Fast schon ärgerlich, dass es das damals noch nicht gab. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.